Hallöchen, ihr Lieben. Bevor es weitergeht mit einer weiteren Folge Creativerse, habe ich gerade noch eine kurze Info vorab, was die nächsten Folgen betrifft. Aus zeittechnischen Gründen werden die nächsten Folgen nämlich nur noch alle 2 Tage erscheinen. 18 Uhr wie gehabt bleibt. Allerdings kommen jetzt die Folgen dann immer dienstags, donnerstags und samstags. Ja, und damit entlasse ich euch nun auch in die aktuelle Folge und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, auf Evas Kanal. Hi Eva, schön, dass du Hallo wieder da Roger. Bist. Hallo Roger, hi. Eva, ich habe dir was zu sagen. Ja. Ich hab von einem ganz tollen Land gehört. Ein Land, in dem du dir die Augen ausgucken wirst. Ein Land mit neuen Herausforderungen und ein Land mit neuen Schönheiten, die wir entdecken können. Das hört sich toll an, das hört sich wirklich toll an. Ja, es gibt nur einen Haken. Ja, was für ein Haken? Es gibt nur einen Zugang in dieses Land. Nur einen Zugang? Dieser Zugang findet sich dort unten in diesem See. Dieser den kleine See, dort See unten? Den du da unten siehst. Mhm. Ja. Und leider reicht es nicht, wenn man einfach nur hineinschwimmt, denn das ist die Magie von diesem Ort. Man muss aus besonders hoher Höhe fallen, weil sonst kommt man nicht hindurch. Also müssen wir quasi von hier oben da unten in den See springen. Richtig, genau. Das heißt, okay. Man muss vielleicht auch sowas wie seinen Mut überwinden, um in dieses neue Land zu kommen. Aber ich würde das gerne mal versuchen. Quasi zu beweisen, dass wir wert sind für den neuen Ort. Genau. Dass wir es verdient haben. Mhm. Okay. Was hältst du davon? Ich würde sagen, dann müssen wir uns überwinden. Ich würde auch sagen. Suche mir mal die höchste Stelle hier von diesem Baum aus, um da mal hineinzuspringen. Mich interessiert dieser neue Ort. Da würde ich wirklich gerne hinwollen. Ja. Wie machen wir es denn? Ich habe schon ein bisschen Angst. Pass auf! Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe Höhenangst. Sollen wir uns irgendwie Mut zusprechen und dann irgendwie anzählen? 1, 2, 3 und dann da runterspringen? Okay, wir tun einfach so, als würden wir uns an den Händen packen und zusammenspringen. Okay. Ja, warte, dann ich komme mal zu dir runter. So, ja. Warte, meine Hand in deine Hand. Und dann auf die Plätze. Plätze, fertig. Los! Du bist ich sehe das Licht. Ja, es hat funktioniert. Ich sehe das Licht, ja, die Sonne. Gerade geschafft, ich wäre fast ertrunken. Aber wir haben es geschafft. Ja. So gerade, aber ganz knapp. Da ist der Mut belohnt worden. Ja. Was ist das denn hier? Richtig hübsch hier. Guck mal, so mal ein Haus. Ein Haus? Ach du Scheiße, das haben wir noch nicht mal selber zustande gebracht. Auf unserer alten Welt. Nein, stimmt, wir hatten hier ein Haus. Wir unseren Mut hier mit einem Haus belohnt. Guck mal, als ich näher geschwommen bin, sind die Fackeln angegangen. Wie geil ist wie das cool. denn? Wie cool. Aber richtig, richtig hübsch. Mit dem Gras. Und die Musik, es ist so idyllisch. Was sind das für Bäume? Wow. Muss gucken. Oh, die Leafies. Was Leafies? Sind die Leafies? Sind die betrunken? Blubberbläschen. Mossy Leafy heißen die. Und Mossy Moss Leafy. Ist das hier? Und was ist das für ein Holz? Weepwood. Hallo, Leafy. Aber wenn wir ja schon angekommen Hallo, sind, dann Leafy. Will ich doch mal höflich sein und mal gucken, ob hier jemand wohnt. Oh ja, vielleicht müssen wir jemanden begrüßen. Beziehungsweise er muss uns begrüßen. Oh, richtig mit Vorgarten. Oh, ich werde hier abgetrieben irgendwie. Oh. Komisch. Ich wurde hier abgetrieben, ganz komisch gerade. Wollen wir mal klopfen? Wie? Ja, ich nehme mal hier den Türklopfer. Ja. Oh. Die Tür war wohl nicht abgeschlossen. Ich wollte gar nicht einbrechen. Hallo? Hier wohnt doch jemand. Hallo? Hallo? Ofen und Kisten. Mal die Tür zu, damit wir hier nicht auch plötzlich Tag der offenen Tür haben. Ja. Und das Licht ist an, aber keine Betten und sonst auch nichts. Ich bin mal so neugierig und guck mal hier rein. Ja, ich guck auch mal in eine Kiste. Okay, hier sind so ein paar Baumaterialien. Ja, ich habe hier ein paar Pilze. Meinst du, ich darf mir was davon nehmen, damit ich nicht verhungere? Ja, nimm mal. Nicht, dass wir am Ende verhungern. Also hier ist so ein Torn-Journal-Page drin. Has to be modular to some extent. A single device with multiple irgendwas. Eine Mining-Cell. Das hier
von den Leuten ist, die hier vielleicht mal gelebt haben oder sowas wie so eine vergessene Kultur oder so? Oh, ein Torn Journal Page. Ja. Ich habe ja auch mein eigenes Torn Journal Page schon. Ja, ja, das ist das, womit ja. wir hier in der Welt gelandet sind. Wir müssen überleben. Wir müssen eine Crafting Station finden. Und wir haben eine gefunden. Wir haben sogar ein ganzes Haus gefunden. Ja, und ein Prozessor. Und ein Ofen. In dem Ofen was drin? Nee, alles leer. Alles nackt. Alles leer. Alles schon lange nicht mehr benutzt. Ja, nur noch weißt, so die vergessenen. Ich habe mir jetzt mal die eine Mining Cell genommen, die hier in einer der Kisten war. Ja. Guck mal, hier in der anderen ist auch noch eine. Ja, da? Oh ja, ja stimmt, die habe ich vorhin gesehen, ja. Die nehme ich mir dann auch. Dann fangen wir hier in unserer neuen Welt nicht bei Adams erster Rippe an. Ja. Ah, wie schön das hier ist. Oh, guck mal. Hier ist so ein Hut von einem Awesome-Leafy. Oder Awesome. Ein Awesome-Leafy. Nein, ein Herbst-Leafy. Herbst-Leafy. Ein Herbst-Leafy. Und ein Mossy-Leafy-Leaf. Ja, ich habe eine Mining-Cell. Hm. Wollen wir uns draußen umsehen? Wollen wir uns mal umsehen? Einen Überblick verschaffen und einmal hier auf einen so einen Baum raufgehen vielleicht? Ja, auf einen so einen hübschen Baum. Vielleicht ist die Aussicht ja genauso toll wie vorher. Vielleicht sogar besser, weil wir belohnt wurden für unseren mutigen Sprung. Schau mal, ich würde behaupten, da vorne, hier ist ein Baum, wo... Oh, das sind diese unterschiedlichen Leafies, die sind ja schön. Die besoffenen Leafies und die normalen Leafies. Lass uns mal hier hoch. Ich glaube, der Baum, der sieht so aus, als könnte man hier einigermaßen... Hochklettern. Aufklettern, ja. Hui. Macht einen ganz guten Eindruck hier. Ja. Ja. Hui, zu weit gesprungen. Runtergefallen. Ja, fast. Wow, also das ist hier auch so geil wie in dem... einem Baum, den wir uns zuletzt ausgesucht hatten, auf der anderen. Oh, hier ist sogar eine Truhe. Wow, eine Truhe in einem Baum. Ja, 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 eine Truhe im Baum. Ich habe hier Crackwood, Red Mushroom, Gunpowder und Melted Wax drin gefunden. Ich bin runtergefallen. Ist runtergefallen? Ja. Oh, aber die Bäume sind aber zickig. Und hier gibt es Weepwood Flowers. Oh, ja, und ich habe Weepwood Leaves. Wow. Er hat zwar gerade keine Ahnung, wo du bist, aber ich bin irgendwo hier. Ja, irgendwie nach oben. Ja. Ich kletter so weit hoch, wie es nur geht. Ich sammle mal ein paar Blätter ein. Mhm. Die sind mir nämlich ein bisschen im Weg. Jede Menge wachsenden Bäumen. Ich frage mich, was das Mann. Für... Mann! Das sind tolle Bäume. Das sind die, das sind jetzt ganz viele neue Sachen, die uns versprochen worden waren und die wir auf unseren langen Reisen gar nicht finden konnten. Nee, wir waren auf der Suche nach diesen tollen Welten und jetzt haben wir sie gefunden. Auch wenn wir hätte uns ja auch mal einer sagen können, dass man dafür Mut braucht. Dass wir dafür quasi unsere Welt opfern mussten. Aber immerhin. Ich habe mal was Tolles gesehen. Folg mir mal. Wo bist du denn? Guck mal, ich bin... Ah, da bist du. Ja, fast richtig. Komm mal mit. Ich habe da gerade was Tolles gesehen. Ja, ich folge dir in unsere neue Welt. Oh. Hui. Ich habe hier gerade was Cooles gesehen. Warte mal. Hä? Hallo, wo bist du? Ich bin runtergefallen. Einfach durch die Blätter, durch. Bist du ganz runtergefallen? Nein, ich bin jetzt hinter dir. Aber ich bin eben durchs Blätterdach runtergefallen. Gerade was Cooles gesehen. Ich habe rote Blätter gesehen. Rote Blätter? Rote Blätter, so. Und oh, hier ist aber Wachs. Das nehme Wachs. Ich mit. Wenn wir hier schon stehen, dann nehme ich direkt das Wachs mit. Oh, so. Ich habe dir gerade... Ja, Wachs. Und ja. Zack, super. So, und zwar hier runter habe ich was Cooles gerade gesehen. Oh, noch eine Chest. Wow. Das war nicht das, was ich meinte, aber die ist auch cool. Hä? Ach, da hinten, cool. Ja. Und Pilze, so. Pilze. Ja, Emma, du kannst hier wieder Pilze sammeln. Ja. Hier, rote Bäume. Rote Bäume? Da muss ich die Pilze liegen lassen. Ja, rote Bäume und orangene Bäume. Was? Warte, ich muss eben her sprinten. Oh, wie geil. Wow. Rote Bäume. Und sogar Herbstlaub. Guck mal. Wie krass. Das kann man einsammeln? Ja. Das sind aber dann große hier, Moscha Autumnwood Leaves. Wow. Man kann die also aufkehren quasi. Wow. Schade, dass man sie nicht so aufkehren kann, wie sie hier jetzt gerade sind. Ja, das stimmt. Oben.
gucken, wie die ganzen Bäume heißen. Das ist ein Ortemod. Ja, aber wenn ich sie jetzt setze, dann... Das ist ein Block, ne? Genau, dann habe ich einen Block. Gedacht, das na, ist betrunkenes Leafy. Aber wow. Das ist ein Autumnwood und das ist ein Ashenwood. Okay. Wow. Moment. Bevor wir hier jetzt uns so weit von dieser schönen Hütte entfernen, hier ist übrigens nochmal. Oder solltest du vielleicht deinen Teleporter setzen? Oh, guck mal, wir haben Gras. Wir haben Gras. Ich kann Gras einsammeln. Ja, das ist super. Wie sieht das aus, wenn ich das setze? Hier gibt es auch ganz andere Holzstäbe, Weedwood-Logs, die hier so, diese hohlen Baumstämme, die auf dem Boden liegen. Ja, ich habe hier noch gerade keine gefunden. Super. Ich sammle mal schon mal ein paar Pilze. Aber wow, das sieht richtig toll aus in dieser neuen Welt. Also ich bin froh, dass wir den Sprung gewagt haben. Ja. Muss ich sagen. Definitiv. So. Was ich witzig finde, ist, wow. Oh, wow. Moment. Ja? Ich habe hier in uns... Hey! Ja? Ich habe hier in unserem... in dem See hier, der rund um diese Hütte ist, ein paar Stellen gefunden. Die sind andersfarbig, das Wasser. Ach, das ist einfach da, wo das Wasser nicht so flach ist, sondern wo es tief ist. Ja. Crackwood Block. Ja, die Crackwood Blocks kennen wir. Genau, aber die anderen nicht. Es gibt halt auch noch von diesem Sumpfbaum. Ja, und hier ist das Moos nicht nur ganz unten, sondern wir haben jetzt auch oben Moos. Ich werde den einfach mal vor die Tür erstmal setzen, so. Wow. Und, vielleicht doch lieber drinnen, oder? Setzen wir den mal hier so rein. Was möchtest du denn setzen? Ups, hier mein Teleporter. Ach, dein Teleporter. Nach innen gesetzt, damit wir... Mein Teleporter habe ich auch zurückkommen noch nicht gesetzt. Du bist zurückgegangen, ne? Ja, ich versuche ich jetzt ein, wieder zu ich habe ein Leafy gesehen, ein Herbst-Leafy habe ich gefunden. Oh. Hallo, Herbst-Leafy. Ob man hier das Gras, was man hier so ernten kann, ob man das auch wieder setzen kann? Ja, kannst du. Und das sieht sogar genauso aus. Tatsächlich. Ehrlich? Ja. So Büschel auf dem Boden? Ja. Tatsache. Richtig cool. Tatsache. Hallo, Pixie. Dich kennen wir noch. Dich kennen. Ja, ich sehe gerade ein rotes Leafy. Oh, ist das Herbst-Leafy? Das ist ein Autumn-Leafy und ich sehe hier ein gelbes Leafy mit einer roten Bauchseite. Was ist das denn? Oh, ich habe totes Gras gefunden. Das ist auch ein Autumn-Leafy. Die Autumn-Leafy sehen unterschiedlich aus. Ich habe totes Gras gefunden. Aha. Matt. Wie sieht das aus? Braun. Also, ich bin jetzt hier bei kleinen Seen in diesem Herbstwäldchen. Ja, ich bin auch bei einem kleinen See. Oh, ups. Oh, ich wollte einen roten Pilz nehmen und habe ihn durch Gras ersetzt. Es gibt Rime Cones, also so Tannenzapfen. Die hatten wir doch auch schon gefunden. Ja, aber wir haben die gedroppte Variante haben wir gefunden und nicht... Die liegen hier rum, wie die Blätter. Ich sehe sie auch jetzt. Ich sehe sie auch. Ja. Ich wollte hier gerade ein paar rote Pilze einsammeln und jetzt sehe ich da hinten auch irgendwie was. Sah erst aus wie Steinchen, aber... Ja, genau. Ich dachte erst, es wären tote Pilze oder so, weil hier ja auch totes Gras ist. Großartig. Ja, ich sehe es hier. Dead Grass. Ja, das ist richtig, richtig cool. Also ich liebe diese tolle Welt. Ich auch. Das ist wirklich toll. Genial. Ein Pixie. Geh mal weg von dem Pixie. Ja, die Pixies kennen wir ja schon. Die sind mitgekommen mit uns. Wahrscheinlich, ja. Ich sehe jetzt sogar deinen Schriftzug. Oh, ich sehe dein Dings. Ja, ich sehe dich auch. Ja, du bist ja schon wieder am Wasser angekommen. Oh. Die Krabben sind auch mitgekommen. Jede Menge Rhyme-Cones. Oh, und da sind neue Blätter, neue Blumen im Nein, ich komme nicht an, aber da sind neue... Fallen Leaves. Mocha, Autumnwood Leaves. Ja, die habe ich auch gerade hier. Okay. Wow, ich bin begeistert. Was ist das hier für ein Viech? Bei mir schwebt hier irgendwie so eine komische Babykrabbe oder was das ist hier in der Luft. Guck mal vor mir. Stimmt. Schwebt die bei dir auch in der Luft? Ja, sie schwebt auch in der Luft. Wow, was hat die denn für tolle Kräfte?
Ui, fliegende Babykrabben. Ich glaube, sie ist gehört. Ach, jetzt ist sie runtergefallen. Runtergehüpft. Sie ist ja süß. Oh, niedlich. Aber sind das wirklich die Babys von den großen Krabben? Ja, ich denke schon. Sie sehen so aus. Die sehen genauso schnell aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, Pebble heißen die. Pebble, okay, ja. Die laufen zu. Guck mal, und wie heißen die großen? Die heißen Rockstar, glaube ich. Ja, Rockstar. Ach ja, genau, die Rockstar waren es. Die rennen hier übrigens immer noch ohne Waffen durch die Gegend. Ja, ja, das ist alles hier irgendwie gerade ganz schön. Oh, sie ist runtergefallen. Was wir tun. Nach dem, was wir so an Erfahrungen schon gesammelt haben. Ja, aber ich bin gerade so begeistert Welt. Von dieser Welt. Ich bin so eingenommen. Ich sammle auch glatt erstmal alles, was ich hier an Blumen erreichen kann. Auf dieser Welt. Ich habe noch was gar sich keine hier gerade in Reichweite befindet, denn ich guck mal, ich habe dass Muscheln. Wir am Anfang Blumen brauchten. Ich wusste nur nicht mehr wofür. Ich habe Muscheln was gefunden. Am Muscheln. Strand. Oh, cool. Ich kann mich erinnern, dass wir auf der alten Welt doch mal irgendein Rezept hatten. Ja. Wofür man Muscheln brauchte. Wirklich? Das hatten wir schon? Ja. Daran erinnere ich mich ja, leider nicht. Ja, aber wir haben niemals Muscheln gefunden. Wow. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen, weiß noch nicht warum. Oh, hier sind Blumen. Ja. Blumen? Weeds. Also wahrscheinlich ist es sowas, sie heißen Weeds. Aber sie sind eigentlich ganz hübsch. Und am Ende stellt sich heraus, es ist Unkraut. Wahrscheinlich. Aber es sind hübsch. Also ich bin jetzt hier auch gerade irgendwie an einem, ja, an so einer kleinen Bucht. Wow. Ja, Weeds sehe ich auch. Und die wachsen hier auf Dirt. Genau, deswegen erscheint es mir sehr nach... Unkraut. Ich werde sie trotzdem mitnehmen, wenn wir nämlich einfach dieses... Ich habe meine auch mitgenommen. Wenn man einfach hier diese Hütte, die wir da gefunden haben, wenn wir die einfach übernehmen... Ja, wenn keiner da wohnt... Übernahme, dann pflanze ich davon ein paar Weeds in den Vorgarten. Vielleicht, wenn doch jemand dann wiederkommt und sagt von wegen hier, ich möchte gerne wieder zurück in mein Haus, kann er das ja dann machen. Haben wir es wenigstens hübsch gemacht. Genau. Solange ist dann es dann halt unser Haus. Genau. Hahaha. Ach, wie geil ist das denn? Richtig hübsch. Wie schön, vor allen Dingen. Wir werden wieder rumlaufen. Ich sehe es ja, schon kommen. Wir werden wieder rumlaufen, um hier alles Mögliche zu erkunden. Ja. Oh, jetzt sehe ich auch mal einen neuen, diese Crackwood-Dinger. Aber es ist Driftwood. Hey, das ist Treibholz. Ah, du meinst im Wasser oder wo hast du es gefunden? Nein, es ist am Strand. Also am Strand, also nicht im Wasser, sondern am Wasser. Und es ist Driftwood, also Treibholz. Aha. Ich hab's mal eingesammelt. Ja. Auch hier in den Autumn Leaves, da oben sind auch noch andere Blumen. Ja, ich hab sie, also so ich hab auch schon welche gesehen, so. Aber ich kam leider nicht dran. Mhm. Aber ist schon schön hier. Mann, das ist oh, die Welt geht, die Welt geht unter. Die Welt Sonne. Geht unter, bist du wahnsinnig. Die Sonne geht unter. Geht unter, okay. Das ist dann vielleicht für uns das Zeichen, einfach mal wieder zurückzurücken. Ja. Oh ja, ich glaube, ich sehe jetzt, was du meinst. Aber ich glaube, sind ich habe... Sind die so gräulich, dieses Treibholz? Ja, genau. Ist das so gräulich? Es ist gräulich. Ich jetzt auch einmal kurz hin und sammle es ein. Wer weiß, wofür wir das brauchen können. Ja, ich habe auch eins mitgenommen. Ich weiß gerade nicht, ob ich den richtigen Weg finde zurück. Du hast jetzt deinen Teleporter gesetzt, ich habe meinen Teleporter gesetzt. Ich glaube, dann teleportiere ich jetzt. Reingesetzt. Dann teleportiere ich jetzt zurück. Mach das. Sicher ist sicher. Oh, noch ein paar Muscheln. Ich will mir eine Muschelkette machen. Ja, das wäre toll. Das wäre toll. Das ist super geil. Oder einen Muschel-BH, wenn wir große Muscheln finden. Ja, wenn damit wir das richtige Feeling auf. Das müssen aber so richtige Monster-Muscheln dann sein, ne? Das, ja, das natürlich. Sonst nehmen wir die Rockstar-Rocks. Da bin ich. Da bin ich schon. Da war mir ganz kurz wieder eine dreiarmige Krabbe. Ja. Ja, super. Ich habe jetzt jede Menge Zeug hier eingesammelt. Ja. Ich weiß nicht, ich pack's hier einfach mal zu dem Zeug, was der ehemalige Besitzer dieser Hütte hier irgendwie auch schon eingesammelt hat. Hier Autumnwood Flowers, genau. Da waren wir nämlich, haben wir nämlich schon welche gehabt. Ja, Red Flowers. Oh nee, das haben wir noch gar nicht. Blue Flowers. Oh, und was die Muscheln. So, ach, guck mal, aber die Rime Cones sind genau die gleichen wie die, die wir sonst gefunden haben. Deepwood Flowers, Rime Cones. Ach so, ja, Tatsache. Will only open and release their seeds when someone says open sesame. Ja, okay.
Gut, ist aber auch schon ganz schön voll hier alles. Aber okay, wir können da noch ein bisschen Zeugs dazu tun. Nein! Ich Was hast wollte du gemacht? gerade Driftwood Rock dazu packen. Und dann habe ich den Platz voll Genau, gemacht, oder wie? genau. Ups, Nicht okay. schlimm. Ach, Oh. guck mal, wir haben hier sogar schon Driftwood Rock. Lock. So, und Kohle habe ich aus irgendeiner Truhe, glaube ich, bekommen. Gunpowder. Gab es da schon irgendwo Melted Wax? Ich weiß es nicht. Melted Green Bee Wax. habe ich auch schon eingesammelt Nee, hier. Melted Wax habe ich auch noch nicht gesehen. So, das war aber falsch hier. Oh, guck mal, Können wir sogar hier schon mit ein bisschen Kohle einsortieren? haben wir. Also jetzt Ja, den nicht Rest, den viel, ich habe, aber immerhin. den Rest, den ich habe, kann ich leider noch nicht einsortieren. Hm, Beziehungsweise wir müssen einfach mehr Kisten da haben wir noch machen, nichts mehr. aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir überhaupt schon was haben, Ja, ich bin auch wenn ich froh. ehrlich bin. Ja. Sogar Oh, schon schöne warte. Fenster, durch die wir nach draußen gucken Übrigens. können. Na, wo wir mal überprüfen können, ob es Tag oder Nacht ist. Ja. Wir haben Licht, wir haben sogar draußen an unserer Hütte Licht. Wir haben ein Dach über Also, den Kopf. richtig, was wollen wir mehr? Was Was wollen wollen wir wir? mehr? Betten! Ich will ein Bett! Oh ja, Hier, Bett. guck mal, diese beiden Fenster hier. Ich finde, die sind prädestiniert, das und das auf der anderen Seite, um da ein Bett drunter zu Das stellen. wäre natürlich perfekt. Ne? Das können wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Aber vielleicht sollten wir das in der nächsten Folge von Let's Play Together Creativeverse machen, weil ich glaube, wir haben hier schon wieder die Zeit vergessen. Wir haben aber auch viel erlebt in dieser Folge. Wir haben Richtig. wirklich viel erlebt. Unseren Mut zusammengenommen, Genau. wir haben einen ordentlichen Sprung ins Nasse gemacht und es hätte ja auch nicht gut Es ausgehen hätte können. ganz schön in Wer die weiß, Hose gehen können, ja. wo wir hätten überall landen können. In der Wüste. Aber wir sind an Dann diesem wären tollen wir Ort vor allen gelandet. Dingen. Richtig, Und wir haben ein genau. Haus gefunden. Also ich bin richtig froh, dass wir uns diesen Mut genommen haben. Ja. Ja. Und ich Ja, schön, hoffe. dass ihr dabei wart mit mir und der Eva. Oh Gott, der Esel sagt immer, Ja. nennt sich immer zuerst. Der Eva und mir. Ja, also ich Wir werden hoffe. also demnächst hier eine neue Welt erkunden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Playful strongly eine neue Map zu generieren empfohlen hat. Also, als wir das letzte Update gelesen hatten, stand da halt eben: Leute, macht euch eine neue Map, sonst könnt ihr nicht alle Features nutzen. Und das ist halt natürlich mit ein Grund, warum wir jetzt hier sind. Ich hoffe, euch gefällt die Map auch, die wir hier ausgesucht haben. Und wir sehen uns zur nächsten Folge Let's Play Together Creativeverse am Dienstag, Am oder? Dienstag, ja. Und ich hoffe, Genau. dass ihr den Mut zusammenrafft und dann die Folge auch anschaut. Genau. Ja. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge.